Und herzlich willkommen zurück zu Lagerris 2.0. Amen. Mit der Bina. Und dem Hade. 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 Bist du noch unter uns? Ja, ich bin da. Hurra. Hurray. Ja gut, Bina? Ja? Hast du eine Ahnung, wie ich eine Lampe bauen kann? So wie Nether-Lampen, wie heißt das Zeug? Glowstone? Glowstone, genau. Ja, die kannst du mit Glowstone-Staub bauen. Nicht mit irgendwas anderem vielleicht? Das wäre mir neu. Schade. Ja, das bedeutet, ich muss wieder mal in die Hölle. Ja. Was mir überhaupt gar keinen Spaß macht. Ja, ich mach das auch nicht gern, dass immer andere gehen. Ja, vor allen Dingen, die Hölle hier ist ja ganz ein anderer Kaliber noch. Mhm. Wo ist denn jetzt hier Kohle hier? Dann nehmen wir mal ein paar Vögelchen. Stücke. Ups. Drück ich voll auf den falschen Knopf. Badam, badam, bam, bam. Falscher Knopf. Bam, badam. Können wir mal ein bisschen Holz holen? Ja, wie geht's denn mit deinem Wasserkeller voran? Ja, gibt noch nichts Neues. Ich brauch erstmal Holz. Oh, schade. Jetzt hätte ich mal mir den Keller angeschaut, aber. Da ist noch kein Keller. Ja, da eben. Ist nur der Durchgang. Und hier! Das Haus vom Schneggala! Das wird schön. So schön weiß. Wie die Joghurt-Schokolade von Ritter Sport, die ich mir heute gekauft habe. Aha, du alter Fressack. Ah, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Der Marco. Hallo Bina, hallo Hadi. Hallo. Oh, jetzt habe ich türkischen Akzent gehabt, weil ich gerade ein Video auf Türkisch gemacht habe. Verdammt, schlechte Kombination. Ich fand's super. Bam. Was? Mein türkischen ungewollten Akzent? Ja. Ich habe jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Nicht? Nö. Ja, das hast du was verpasst, ja, echt. Ehrlich, du. Ha, die Musik passt jetzt richtig gut zur Hölle. Bam, 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 bam. Alles klar. Ich finde meine Konstruktion immer noch mega geil. Habe ich das schon mal erwähnt? Ah, ja, hast du? Habe ich? Wann denn? Ich glaube, hast du schon. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass meine Konstruktion geil ist? Ja, ich glaube, hast du. Sicher? Ah, da oben! Es hat sich noch keiner Glowstone hier direkt am Eingang geholt, oder was? Ich werde verrückt. Hallo? 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 Hey, er hat einen Glowstone in seinem Bunker drin, hä? Ja, aber anscheinend hat die ja das was. Was gleich hier am Anfang so schön zu holen ist, hat noch keiner geholt. Natürlich, das habe ich daher. Ach, dann ist es wahrscheinlich wieder da, weil ich ein Backup zurückgespielt habe. Nein, da ist total viel Glowstone, wo du dran bist wahrscheinlich. Okay. Da habe ich so ein bisschen was weggenommen, so 10, 12 Blöcke. Oh. Also eine Ader im Endeffekt. Ja, fast eine Ader. Und dann habe ich wieder Glowstone, Redstone-Lampen daraus gemacht. Okay. Die sind voll cool. Das sind halt die leuchten im Keller, auch. Chris. Wie bitte? Das sind die im Keller, die du gesehen hast bei mir. Ja, ich weiß. Hast du die geschisselt? Ja, nein, brauche ich nicht. Voll weggeschisselt, ey. Die musst du ja nur mit einer Redstone-Fackel verbinden, dann ist das eine Glowstone-Lampe. Mhm. Dann habe ich dann eine Schaltung draus gemacht und jetzt habe ich in meinem Keller einen Lichtschalter. Okay.
das kriege ich jetzt die alle hier noch? Wo war denn da noch eins? Da. So, das muss halt erstmal lang. Der Rest ist mir zu gefährlich. Ne, da oben ist noch was. Da ist irgendjemand am Stöhnen. Bina. Ich bin's nicht. Genau, okay. Schön. Ist wahrscheinlich total kompliziert. Oder hatte ich? Was? Ist das gerade kompliziert, weil du so stöhnst? Oh ja. Ah, ich schick dir ein bisschen Kraft. Nein, ich kann da kein. Oh, hätte ich vielleicht doch keine Kraft schicken sollen. Das war zu viel Kraft. Das war zu viel Kraft, mein Freund. Carpenter's Teil, Carpenter's Garage Store, Carpenter's Block, Ladder, Carpenter's Blablub, Carpenter's Pressure Plate. Nein! Ich bin ja auch noch in die Höhle reingefallen, ey. Depp. Sheet off. Alles klar. Toll, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kann doch nicht wahr sein. Kann ich irgendwie Fenster setzen auf Carpenter-Blöcke? Ja, kannst du. Du kannst sie durchsichtig machen. Ich will aber Fensterscheiben haben. Ja, du kannst Carpenter mit Fenster belegen und dann sind sie wie eine Fensterscheibe, egal in welcher Form du die gerade hast. Ah, das heißt, wenn ich da eine Fensterscheibe drauflege, wird das zu einer Fensterscheibe. Genau. Genau. Die Fensterscheibe wieder verändert. Der Andi hat hier schon wieder lauter Kohle liegen lassen. Der alte Verschwender. Aber dann werden die Blöcke werden bei mir, wenn ich da Glasscheiben drauf mache, werden die zu Glasblöcken. Echt jetzt? Ja. Ich mag das System auch einfach nur nicht so wie immer. Eigentlich müsste. Keine Ahnung. Müsste es funktionieren. Aber ich weiß es nur sicher von Half Steps. Was ist mit Minecraft los? Seit 2-3 Tagen muss ich das Live und so 5-mal öffnen, bis es überhaupt funktioniert. Ja, ist bei mir auch immer so. Mann! Mann! Der Andi hat ja auch schon ein Lager hier gebaut. Cool. Schlafen eigentlich, aber vielleicht auch nicht. Ah! Oh, Alter! Shit! Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Okay. Warum? Was ist hier angestellt? Der Endermann ist hinter mir her. Ich will nicht sterben. Ich bin verletzt. Ich will nur spielen. Aua. Hör dir jetzt auf. Lass mich in Ruhe. Mir habe ich gerade das Bedürfnis, diese Glastür, also die Karten, aus Glas zu machen und wieder als Fenster zu benutzen. Könnt ihr euch mal schlafen legen? Ja. Ja, Markus? Ich will nicht in Game. Ach so. I'm sleeping. Geh ganz kurz noch für kleine Hades, okay. Ja. Kommt da wieder komische Musik? Ja, sorry, das ist, wenn ich alleine spiele, ist es noch Maximum Lautstärke. Hoffentlich bricht jetzt nicht wieder das Spiel zusammen und alles ist weg. Dann spiele ich nicht mehr. Weil das kommt, hängt nämlich irgendwie immer bis jetzt zusammen, wenn der Markus auf den Server kommt. Kannst du vom Arsch lecken. dann machst du auf einmal Batsch und der Server ist weg und die Map ist gelöscht. Das war am nicht gewaschenen Arsch.
Oh yeah. Okay, jetzt muss ich sogar das ab. Seit wann hast du das Ding geholt, das Backup? Das kann nicht sein, dass es von gestern war. Von vorgestern Abend. Warum? Ja, weil ich bin mir sicher, dass die Truhen, die hier immer noch nicht bearbeitet wurden, abends schon lange fertig waren. Das ist von 18 Uhr von vor 2 Tagen. Also nicht gestern, sondern von vorgestern. Ja, yeah, das weiß ich. Das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem ist das nicht so ganz koscher, weil irgendwie müsste ich da mehr haben. Höheren Fortschritt. Tja. Und jetzt? Keine Ahnung. Kannst eh nichts machen. Ja, eben. Leider. So, okay, gut. Schüssel. Wie baut man eine Schüssel nochmal? Ein Stick und ein Eisen. Tada. So schräg übereinander, oder? Ich habe jetzt nichts verstanden, weil ihr durcheinander gelabert habt. Was wolltest du wissen? Ich, oder was? Ja. Ich hab die Schüssel schon, danke. Ach so, okay. Eine Schüssel was wollte ich haben. Obsidian und Stick, dann ist besser. Hä? Ja. Warum? Du kriegst genau dieselben Muster raus, ist doch egal. Aber es sieht schöner aus. Okay. Der Markus wieder. Nehmen wir mal die Schüssels. Die Schüssel, Mann, ist es? Markus, du fängst schon wieder das Lecken an. Alles egal. Oh mein Gott, wie mache ich das jetzt hier? Also wir haben hier dazwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, perfekt. Dann mache ich 4 und hier kommt's hin. Ist das so? 1, 2, 3, 4, ja. Schön, schön. Und wie weit ist das auseinander? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auch 9. Ha! Das ist ja wie abgezählt. Ist es auch. Oh. Teletubbies. So. Und jetzt brauche ich Half Steps. Aber birkige. Türkische verstanden. Was hast du verstanden? Türkische. Türkische? Ja, türkische sind auch cool. Türkische auf Döner. Türkische Half Steps? Noch nie gesehen? Ja, eigentlich nicht. Du musst dir mal angucken. Das mach ich. Voll das Highlight. Mein Gehirn springt gerade von Thema zu Thema, es ist krass. So völlig unzusammenhangslos. Oder doppelte Verleihung, oder? Ich glaub, der Markus hat schon wieder komplett sein Internet irgendwo verschlampert. Nee, das ist diesmal ganz komisch. In meinem Ping-Test bin ich super, aber auf Teamspeak habe ich 130 Grad gehabt. Ja, naja, das kommt halt immer drauf an. Die Ping-Tests, ja, die sind natürlich total optimiert von den, sag ich jetzt mal, von den Anbietern. Nein, ich meine mein Fritzbox-Menü, da hast du noch einen Ping-Test. Okay. Bei einer Fritzbox bin ich ganz unten mit meinem Ping. Bei Teamspeak habe ich jetzt gerade 44, das geht eigentlich noch. Hm. Naja. Na Zauber. Ich hatte doch hier schon mal eine Werkbank. Wo ist denn die eigentlich hingekommen? Die habe ich abgebaut. It's gone away. Und dann muss er ja hier... Meine Stimme ist ja so erotisch. Die war doch schon immer so. Jetzt muss man nachvollziehen, wo was jetzt gestanden hat und was ich wo gebaut habe. Kann ich aus dem Carpenter-Block wieder eine Textur rausnehmen? Oder muss ja. Ich die dafür immer zerstören? Nee, da kannst du... Ich weiß nicht, ob du da einen Hammer für brauchst oder... Shift-Rechtsklick oder sowas, oder? Ich will sie ja nicht abbauen.
Ja, aber dann gehen die Texturen wieder aus dem Ding raus. Ja, man kann es aber auch so rausholen. Ich weiß bloß nicht wie. Vielleicht ein Schraubendreher. Ja, irgend sowas. Ich hab so ein komisches Spachtelding. Die Schüssel. Ey, bevor ich jetzt hier weitersuche. Nee, damit kann ich das Glas nur schüsseln, aber das bringt mich jetzt auch nicht persönlich weiter. Mache ich mir jetzt einfach hier eine. Zack, zack, zack. Her mit der Werkbank, wo setzen wir die hin? Da. Das ist eigentlich ein guter Ort dafür. Bin ich der Meinung. Jawoll, das schaut doch cool aus. Fein, fein. Und dann brauchen wir Treppen. Da legt der Server gerade irgendwie kein Wasser. Der Server? Ja. Im Zweifelsfall ist immer der Markus dran schuld. Okay. Markus, hör auf. Vor allen Dingen, wie dann immer ein Ich kommt. Mal schauen, ob es irgendjemand verstanden hat, was er wirklich gesagt hat. Ich hab nicht zugehört, was hast du gesagt? Ach, das war gar kein Birkenholz. Nö, was dachtest du denn? Och nein, dann darf ich das nochmal. Das ist doch jetzt nicht wahr hier, oder? Und das ist auch schon wieder alle. Boah, das ist doch kein Zustand. Ich brauch Birkenholz. Vielleicht kann ich mir das ja beim Schneggerlack klauen. Was? Ja, Birkenholz. Kannst du ihr doch jetzt nicht einfach klauen. Doch, ich könnte dir das Haus einfach jetzt wieder abbauen. Da ist genug Birkenholz. Eieiei. Ich stell mir gerade vor. Ach, sie hat noch gar keine Truhe. Verdammt. Aber das wird schon mega pornös. Glaube ich. So habe ich auch noch nie versucht zu bauen. Was? Naja, meine Freundin hat mit Birkenholzstämmen den Rahmen für das Haus gebaut. Und es schaut so Zebra String-mäßig aus. Alles klar. Aber das ist immer das Coole. Okay. Neue Minecraft-Spieler, neue Ideen. Finde ich geil. Sind da noch irgendwelche Birken hier? Ja, da. Jebidu, 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 jebidu. Markus, soll ich dir dann Game Mode geben kurz? Ja, dass du deinen Zustand wieder herrichten kannst. Aber dann darfst du nicht wieder gut gehen. Das ist nichts wieder. Ah, ich verstehe gar nichts. Ja, nee, ist klar. Macht der denn immer? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Server so ein bisschen laggt. Nee, du laggst. Ich lagge? Ja. Aber ich lagge nie. Leute, ich lagge. Du laggst. Ich Leitung ab. Darf nicht laggen. Ich hör doch, dass du laggst. Aber ich habe eine schnelle Leitung, ich darf nicht laggen. Ja, manchmal ist es halt so. Aber ich habe einen Top-Ping im TS. Da musst du halt deinem Nachbarn sagen, der soll aufhören, Pornos zu laden. Der Mitbewohner ist nicht da. Ich meine den Nachbarn. Mein Nachbar hat keinen Zugriff auf mein WLAN. Ja, aber der liegt ja auf derselben Leitung. Auf der Hauptleitung. Auf derselben Hauptleitung, meine ich. Boah, ist das ich glaube, wir sollten unsere Leitung in Berlin schon aushalten, wenn zwei Leute gleichzeitig was runterladen. Ja, das glaubt man immer. Das ist immer Wunschtraum. Boah, was ist das für eine krasse Musik gerade in meiner Playlist? Da kriege ich richtig Angst.
Das wäre perfekt für... Was sagst du immer, Bina, was wir gucken sollen? Dieses Horrorspiel. Layers of Fear? Genau. Ich hab gerade Musik in der Playlist, die würde perfekt zu Layers of Fear passen, glaube ich. Und jetzt wird es auch noch Nacht. Jetzt könnte ich eigentlich mit der Musik könnte ich jetzt im Dunkeln rumlaufen. Das wäre cool. Mach ich jetzt. Ich gleich kommt der Angriff rein. Ich habe immer noch keine Off zum Retime. Du kannst, wenn du willst, unter meinem Haus die Hülle ausleuchten. Wer? Du? Aua. Du hast doch Bock auf ein gruseliges Abenteuer. Warte mal, ich muss die Musik wieder zurückmachen. jetzt halt genau. So. Gut. Die böse Musik kommt wieder. Oh. Wir gehen. Bam! Einmal geangelt und direkt eine verzauberte Angel gekriegt. Haltbarkeit 3, Glück des Meeres 3. Boah, das ist ja krass. Ich hätte jetzt einen Fisch geangelt, aber so. So nicht. Oh. Hilfe! Ein Keller! Der muss aber dunkler noch werden. Ja, dann geh doch in die Höhle. Ach, du hast eine Höhle auch gleich. Mhm. Aha, da unten. Ja, die ist nur am Anfang ein bisschen ausgeleuchtet. Oh oh. Da geht's noch diesen Wasserfall hoch und am Wasserfall vorbei. Ach so, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe Angst. Den Wasserfall vorbei. Ah, das Eisen. Aber das nehme ich jetzt mal nicht weg. Das ist nett. Ich habe nämlich keins. Oh, Spinne. Ja, aber okay, wenn es so finster ist, dann sehen ja die Leute gar nichts. Sollt die Augen aufmachen. Da ist noch mehr Eisen. Ja, aber die grauselige Musik ist ja auch schon wieder rum. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich so eine Happy Musik, so. Nee. Nee, jetzt kommt gerade eher so eine abenteuerliche, schöne Musik. Oh, abenteuerlich. So ein bisschen abenteuerlich verträumt, würde ich die nennen. Oh. So mit einer leichten Brise Epicness. Da ist noch mehr Eisen. Bina, hier ist Eisen. Überall Eisen. Mhm. Deshalb habe ich die Höhle aufgemacht. Noch mehr Eisen. Weil ich habe nämlich gar nichts. Ich habe kein Eisen, keine Steine. Aber hier kann man direkt zu dir hinschwimmen. Aus der Höhle raus. Ja, cool, gell? Ja. Das ist sehr praktisch. Muss man bloß aufpassen, dass man nicht verreckt. Weil man erstickt. Ja, ist schon wieder vorbei. Wie schade. Dass man da Sachen auf den Tisch drauflegen kann, finde ich geil. Das legst du einfach hin? Mit Rechtsklick oder was? Mhm. Guck mal. Wie nimmt man es wieder? Rechtsklick. Ach so. So. Aha! Ja, geil, schau mal. Kannst du auch mit Blumen machen. Das kannst du eigentlich mit allem machen. Du kannst dir draufstellen. Das ist ja geil. Was ist, wenn ich... Ist ja witzig, warte mal. Ist ja cool. Das freut sich so ein kleines Kind hier gerade, ey. Ja. Aber man darf sich auch mal drin. Was lege ich in der Biene hin? Ach, hier. Ein kleines Geschenk. Danke. So. Also, tschüss Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Tschüss.